Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen, eigentlich bei einem Termin, der etwas einweiht, was schon im Betrieb ist, aber den wir für zwingend erforderlich hielten. Ein vorerst letztes Mal wurde die Grabenstraße in Leonberg für den Autoverkehr aufgrund der Baumaßnahmen gesperrt. Allerdings für nicht mal 60 Sekunden, denn der allerletzte Schritt, die offizielle Eröffnung mit dem Banddurchschnitt, wurde nun vollzogen und damit das Kapitel Baustelle Grabenstraße abgeschlossen. Doch zurück in der Zeit. Im Sommer gab es hier eine 6-wöchige Vollsperrung und bis zum Herbst war die B295 hier nur einspurig befahrbar. Es war natürlich so, dass das wirklich vergleichbar war einer Operation am offenen Herzen. Das ist die einzige Nord-Süd-Verbindung der Stadt. Wir mussten den Verkehr entweder über den Ramtl ableiten oder über Höfingen und Gelbersheim, weil die Altstadt dafür völlig ungeeignet gewesen wäre. Und ich muss wirklich allen am Bau Beteiligten danken, dass sie so zügig, genau im Zeitplan, diese Maßnahme verwirklicht haben. Denn auch im Straßenraum ist es so, wenn man die Straße öffnet und den Kanal sieht, dann weiß man erst genau, wie es aussieht. Es hat alles geklappt. Denn nicht nur die Straße selbst musste erneuert werden, auch die darunter befindlichen Rohrleitungen und Kabel waren durch den starken Verkehr und ihr Alter sanierungsbedürftig. Ein wichtiges Thema für Oberbürgermeister Bernhard Schuler, welches auch in der Vergangenheit für viele Diskussionen gesorgt hatte, war der Radschutzstreifen. Um diesen überhaupt einzurichten, wird die Bundesstraße nun zur Kreisstraße herabgestuft. Mein Dank gilt übrigens auch den Anwohnern, die diese Belastungen tragen mussten. Wir haben das Bestmögliche getan, um das zu erreichen. Und das war wirklich schön zu erleben, wie mit der Faszination Altstadt auch der örtlichen Zeitungen so ein Gesamtkonzept verwirklicht werden konnte, wo mal Verständnis dafür da war, wo man sagte, man muss das machen, es wird Belastungen auslösen, aber danach wird alles besser und davon kann sich ja heute jeder überzeugen. Das Ergebnis befahren übrigens täglich fast 24.000 Fahrzeuge.